Moin Moin und damit willkommen zu einem Voice-Over. Das mache ich ja normalerweise nur bei einem etwas längeren Kampf, also wenn wir da 10 oder mehr Kampfrunden kämpfen und das dann, ja, sag ich mal, eine Stunde oder so geht oder noch länger, dann gibt es das Voice-Over da. Ich habe mich aber auch jetzt dieses Mal dazu entschieden, die Reise von, ja, dieser marschigen Gegend irgendwo zwischen Nersand und Festum mit einem Voice-Over zu hinterlegen und dann die eine Stunde in 2 Minuten abzuhandeln. Das hat den Hintergrund, dass uns das, also die Runde selber war nicht langweilig, aber sehr langatmig. Das ist auch das, was ich erreichen wollte. Die Helden sind sehr unvorbereitet losgegangen, ohne Winterkleidung. Sie haben sich keine Betten oder sowas mitgenommen, also Bettlaken oder so, um sich vor der Kälte zu schützen und sind auf gut Glück von der Arche runter auf eine mehrtägige Reise gegangen. Und das habe ich sie spüren lassen, ganz deutlich. Ich wollte diese Einödnis haben. Gerade dadurch, dass es in Festum keine Vorräte gibt, das könnt ihr euch dann, wie gesagt, nochmal anhören. Es gibt auch noch eine ganz interessante Geschichte zu Ritter Jagold und seinen Erlebnissen im Schwarzen Eis. Aber dadurch, dass ja, weder die Helden sich richtig vorbereitet haben, noch dass die Menschen, die sie da gesehen haben, also verschiedene kleine Siedlungen, auch noch Nahrung für sie hatten. Es gab einfach nichts zu tun. Sie haben sich halt ein bisschen unterhalten und ein bisschen geflafft und ich habe die Reise dann auch sehr übersprungen. Also ich habe gesagt, ja, ihr reist jetzt 3 Stunden weiter und seid im nächsten Dorf. Das war nicht wirklich langatmig, sag ich mal. Ja, ansonsten, ich werde die Reise dann jetzt wieder auf normale Geschwindigkeit lassen und ihr die Helden erreichen Festung. Noch einmal 5 Stunden später könnt ihr es dann vor euch erkennen. Der Schnee hat sich hier ganz leicht zurückgezogen und ist hier nicht mehr schwarz, sondern weiß, also hat die normale Farbe und auch wenn ihr hier von hier aus in Richtung des Ozeans schaut, keine blutige See, nichts Grünes oder Schaumiges, kein Braun, kein Rot. Die See sieht hier sehr normal aus, als ob die Welt hier noch in Ordnung wäre, auch wenn es immer noch bitterkalt ist. Ihr könnt dann im Norden durch die Stadttore gehen und findet euch dann wieder in einer, ja, zunächst sehr kleinen Siedlung, ein kleiner Teich, der sich hier auf der rechten Seite von euch befindet, zugefroren. Ein paar Hütten von den, ja, sind das Nivesen? Diese Menschen mit den anrasierten Schädeln, ein paar Karene, die hier herumstehen und frieren. Wirklich was zu essen gibt es nicht und auf der linken Seite von euch, das riesige Bethaus von Rashtula, der Turm, der hier nach oben ragt und sehr unwirklich aussieht, denn in so einer Region, in so einer Kälte erwartet man auf gar keinen Fall die Novadis. Es ist bitterkalt, wenig los auf den Straßen, eigentlich gar nichts, keine Händler, die ihr hier seht, nur ein paar Menschen, die sich etwas vor euch befinden, ungefähr, 300 Meter vor euch. Dort gibt es wohl einen Garten. Und was ihr dann erkennen könnt, wenn ihr näher kommt auf der Straße entlang, hier sind wohl einige Karren aufgestapelt, in der sich Menschen befinden. Viele Menschen. Und drumherum Goblins. Viele kleine Rotpelze, Schwarzpelze, ja, je nachdem, welche Farbe ihr Pelz denn hat, wuseln sie hier umher und zerren die Menschenleiber auf die verschiedenen Karren. Was? Was geht hier denn vor? Wir sammeln die Toten ein, schätze ich. Aber warum und warum sind die Rotpelze? Haben sie die Stadt angegriffen? Ach, wie war das? Ritter Jagold, Festum hatte doch was mit Goblins, oder? Ja. Ja, ich habe das nie genau verstanden, aber es gibt hier sogar ein eigenes Goblin-Viertel. Sie haben einen Goblin-Bürgermeister und sie laufen hier auch in der Stadt herum, wie ihr sehen könnt, und übernehmen die unangenehmen Dinge, für die sich die Menschen zu schade sind. Das heißt, die sind keine Feinde? Nein. Aber mich verwundert, warum es hier so sehr viele Tote gibt. Mir wurde zwar gesagt, dass hier Menschen sterben, aber so viele? Das ist entsetzlich. Bei Zar, was Vielleicht ist hier los? geht eine Krankheit rum. Wir sollten uns davon fernhalten.
Gehen wir am besten direkt zum Tempel. Zu welchem Tempel? Erstmal zum Rondra-Tempel. Ich muss bis Rabul auftreiben. Der Rondra-Tempel. Na, zum Rondra-Tempel könnte ich auch gehen. Könnte mir vielleicht eine Belohnung abholen. Wofür? Wird er denn nicht zum Chor? Hat Festum einen Chor-Tempel? Nein. Wo gibt es denn Chor-Tempel außer in, ich weiß nicht, Kunchom? Kunchom. Fasar, ja. Al-Anfar. Das sind die Dinge, die mir einfallen. Sie, Signore, Al-Anfar hat einen wunderschönen, hübschen Chor-Tempel. Er ist so gigantisch und lassen wir das. Wir sind aber auch alle in Gegenden, in denen sich die Chorkirche anmaßt, ihre eigenen Tempel zu unterhalten. Jorlak, fragt, ob ihr Tote habt? Ich schaue mich erstmal auf Augenhöhe nach irgendwem, um der spricht. Ja, auf Kinderhöhe findest du dann eine kleine goblinische Gestalt. Hast du sowas schon mal gesehen? Gibt's Goblins in Weiden? Ich glaube schon. Orks gibt's viele in Weiden. Goblins? Orks, ja, ich glaube auch. Also da, wo Orks rumlaufen, laufen noch Goblins rum. Ja. Nicht gesehen, also wenn nicht gesehen, dann auf jeden Fall schon mal gehört. Jorlak wissen wollen, ob ihr haben tote Menschen. Jorlak bringen weg. Ragnar, ihr kennt euch doch mit kleinem Ungeziefer aus. Jorlak ist kein Ungeziefer. Jorlak ist guter Totenwegbringer. Ja, das bist du wirklich gut. Und ein großer noch dazu. Mehr oder weniger. Stark bist du. Nein, wir haben keine Toten. Jorlak. Aber sag mal, sind diese diese Menschen an Kälte gestorben? Oder grassiert hier eine Krankheit umher? Ja, kein Essen. Du kannst sehen, wie unglaublich lang seine Arme und Hände sind. Sie hängen dann wirklich bis zum Boden, die kleine Kreatur. Und wenn er sich jetzt an seinen Kopf greift und so ein bisschen die Hände über den Ohren zusammenschlägt, pelzig wie er ist, das sieht schon ziemlich ulkig aus und schüttelt dann mit dem Kopf, wirkt traurig. Jorlak, kein Essen, viel Hunger. Du hast auch kein Essen? Nein. Jorlak verdient Essen mit toten Menschen wegbringen. Nun, aber wir haben leider keine toten Menschen für dich, das tut mir leid. Essen? Auch nicht, tut mir leid. Dann dreht er sich wieder um und watschelt zurück zu den anderen Leuten. Goblins. Puh, bekommen wir hier in der Gaststätte dann überhaupt etwas? Vielleicht müssen wir noch einige Zeit warten, bis wir Nachricht bekommen. Gibt nachher selbstverständlich einige Gasthäuser, die werden bestimmt noch was zu essen haben. Wahrscheinlich zu überteuerten Preisen. Wollen wir zuerst in den Rondra-Tempel oder in eine der Tavernen? Also ich werde mich auf jeden Fall zum Tempel begeben. Wenn ihr es vorzieht, nicht mitzukommen, dann sucht uns doch mal eine Taverne. Doch, ich muss auch zum Rondra-Tempel. Dann suche ich eine Taverne und gehe noch einmal am Hafen vorbei. Vielleicht sehe ich dort, wie der Zustand der hiesigen Fischer ist. Wie finden wir euch dann, wenn ihr jetzt loslauft? Und wir sind im Rondra-Tempel. Schickt einfach eben einen Läufer vorbei. Also gut. Das klingt nach einem Plan. Ja, vorbei auf der rechten Seite Pereines Gärten und auf der linken Seite der Tiergarten, wo die Tiere in einem Zoo bitterkalt frieren. Es gibt zwar einige Häuser, wo dann die Tiere überwintern können, aber viele könnt ihr dann auch hier erkennen. Unter anderem auch vier Bären, also die weißen Eisbären, aber auch Eulen, alles, was irgendwie der Norden zu bieten hat, aber auch ein paar exotische Tiere, an denen ihr dann vorbeigehen könnt. Dann trennen sich eure Wege. Wo Everdaius hingeht, ist nicht ganz klar, aber die anderen werden in Richtung Westen gehen, abbiegen, die Hauptstraße verlassen und dann hier hingehen. Hier ist der Rondra-Tempel. Was möchte Everdaius tun? Steuerung C, Steuerung V. Hier ist ein Everdaius-Tor. Warte, ich wurde nicht geforst. Nee, geforst habe ich auch nicht. Er meint die Ansicht. Ah, okay. Hier wenn trennt ihr Everdaius euch erlaubt, würde Romilly ihn begleiten. Ja, wir werden erstmal mit dem Rest der Gruppe, also nicht mit denen, die zum Rondra-Tempel gehen, sondern den Rest eine Taverne suchen.
von dort dann eine Person, ich weiß nicht, vielleicht die Knappin, zum Rondra-Tempel hinterher schicken. Und dann wird er von da aus diese große Straße hier runtergehen zum Hafen. Er wird jemanden fragen, wo es zum Hafen geht und dann diesen Weg folgen. Ja, was möchtest du als erstes haben? Eine Taverne. Mhm. Gassenwissen, das Schwert um 5. Nee. Ja, du schaust dich so ein bisschen umher, kannst dann noch den einen oder anderen sehen, aber wenn du genauer hinguckst, kannst du wieder erkennen, dass es wohl eine dieser goblinschen Kreaturen ist. Wenn du sie ansprichst, wird sie wohl kein Mittelreichisch sprechen, sondern nur auf goblinsch quäkend antworten. Und du stehst ziemlich alleine, verloren, zusammen mit Romilly in den Gassen. Du suchst jetzt nach einer Taverne, aber findest sie nicht. Puh. Wart ihr nicht schon hier? Kennt ihr euch nicht aus? Ein warmes Stübchen für heute Nacht. Ich war damals mit einer Gruppe anderer Kaufleute unterwegs. Aber lass mich einmal überlegen, wo waren wir damals? Wenn ihr den Namen habt, könnten wir uns rumfragen. Ach, immer diese großen Städte. Wir sind damals von Westen in die Stadt gekommen. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr an den Namen der Schenke entsinnen. Naja, wenn ihr auch noch nie hier war, Myrias bei euch in Begleitung, weil die solltet ihr weiterschicken. Wenn ihr noch nie an dieser Stelle wart, dann könnt ihr euch nicht orientieren, oder? Das ergibt ja Sinn. Natürlich. Ah, das ist ja schön, dass ihr euch jetzt von Jalan getrennt habt, der Fadaios. Nun, dann lasst uns erstmal Richtung Süden zum Hafen. Dort können wir sicher jemanden fragen. Du weißt nicht, wo der Hafen ist. Es gibt überall Wasser, aber wo der Hafen ist, weißt du nicht. Gassenwissen, Erschwert um 5. Ich glaube, den Hafen zu finden, sollte sich einrichten lassen. Romilly lässt ihre Eule steigen. Dann kannst du auf Ritualkenntnis würfeln, oder? Wie macht man das mit einer Hexe? Kontakt mit dem Verbindung, also mit dem Tier, ist das automatisch? Ich kann normal mit dem Tier reden, es versteht ganz normal meine Sprache. Also da musst du gar keine Probe zu werfen, überhaupt nicht? Ich sag ihm ganz normal, such mir bitte den Hafen. Das Tierchen fliegt dann los in dem Fall. Okay, dann machen wir eine Sinnschärfe erleichtert um 7. Hervorragendes Hilfsmittel. Habt ihr jetzt eurem kleinen Vogel etwas zugezwitschert? Weiß er jetzt, wo wir hinwollen? Ich habe sie gebeten, um Hafen zu führen. Okay. Hafen. Dort, wo viel Wasser ist. Und Schiffe. Und Möwen. Ja, Möwen sind überall. Wasser ist auch überall. Denn, naja, auf der östlichen Seite, auf der südlichen und... ja, zu deiner Verwunderung auch auf der westlichen Seite, das ist ein ziemlich großer Fluss, es gibt mehrere Häfen, aber Romilly findet ohne Probleme mit dem Vogel in der Luft den Hafen. Geht dann auf der Hauptstraße entlang, biegt ein-, zweimal, dreimal ab und dann kommt ihr an einem umgedrehten Langboot vorbei. Hier sind wohl definitiv die Torwaller, sieht so aus, fast wie ein bunter Leuchtturm, ganz merkwürdig, und dann eine Straße weiter, der Effa-Tempel. Viele Schiffe und Masten, die da nach oben ragen, und so ein paar Kontore. Romilly hat euch zum Hafen geführt. Unnützlich, eure Vögel. Auf jeden Fall. Gut. Ich denke, hier werden sie auch ihre Stärkung finden, die sie brauchen. Ja, kaum hat sie das gesagt, fliegt auch schon der Falke in die Lüfte und man sieht, dass die Möwen gerade eine kleine Bedrohung erleben. Gut. Hier schon mehrere Master. Schauen wir mal, ob es hier Fischer gibt. Ja, da machen wir dann nach der Pause weiter, beziehungsweise erstmal am Rundrad-Tempel. Halbe Stunde Pause. Bis gleich.